Ausgleich, danken und würdigen. Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, wenn du etwas bekommst, dass du auch etwas zurückgeben solltest? Darum geht es heute in diesem Live-Video. Ausgleich, danken und würdigen. Na, ich bin Christine Hustoliana. Ich bin systemische Körperpsychotherapeutin und sitze hier in der schönen Maremma Toskana direkt bei meinem Aus- und Fortbildungsinstitut für systemische Lösungen. Ich selber bin anerkannte Lehrtherapeutin in der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen und bilde hier in der Maremma Toskana in meinem Institut mit meinem systemischen Blick Menschen in heilenden, in lehrenden und beratenden Bereichen aus. Ja, Ausgleich. Wie schaut denn ein Ausgleich aus? Wie könnte er aussehen? Einmal möchte ich dir sagen, es gibt einen Ausgleich im Guten und es gibt einen Ausgleich im Schlimmen. Wir leben alle in einem Familiensystem, in einer Sippe, und in dieser Sippe gibt es ein Gleichgewichtsorgan. Es ist ein Gleichgewichtsorgan, das nach Ausgleich verlangt. Diese Prozesse, die geschehen sehr, sehr unbewusst. Und je bewusster wir hinschauen können, desto mehr kann die Kraft und die Liebe fließen. Ciao, Akal. Come stai? Stai bene? Desto mehr kann die Kraft und die Liebe fließen. Dieses Gleichgewichtsorgan. Ah, grazie, grazie. Una buona settimana, anche per te, Akal. Grazie. Ja, dieses Gleichgewichtsorgan schaut sehr genau darauf, ob wir ausgleichen. Und ein Ausgleich ist der, dass wir als Kinder unseren Eltern danken, dass wir würdigen, was sie für uns getan haben. Mehr müssen wir nicht tun, doch manchmal fällt uns das sehr schwer, wenn es da große Verletzungen gab. Und dennoch ist das ein Weg, erwachsen zu werden, sich wirklich zu lösen, hinein in mehr Kraft und Liebe, wenn wir auch sehen können, wenn wir würdigen können, dass unsere Eltern auch ihr eigenes Schicksal haben, dass sie auch verletzte Kinder waren, dass sie auch hineingezogen und verstrickt waren in große Geschichtsgeschehnisse, wie zum Beispiel den Krieg, Flucht, Vertreibung oder andere traumatische Geschehnisse. Wenn wir anfangen können, sie darin zu würdigen
und damit dann auf unser Leben zu schauen, dann kann für alle die Kraft und die Liebe fließen. Ja, wie schaut dann Ausgleich aus zwischen einem Paar zum Beispiel, also Menschen auf Augenhöhe? Das heißt nicht, dass wir mit unseren Eltern nicht auf Augenhöhe sprechen können. Doch in der Systemik machen wir da einen Unterschied. Als Kinder bleiben wir immer bei unseren Eltern klein, weil die Kinder eine Generation später sind. Mit deinem Partner und deiner Partnerin ist es anders. Da seid ihr in einer Generation. Und wenn du etwas bekommst, dann solltest du immer ein bisschen mehr zurückgeben. Wenn du etwas Großes bekommst, dann sollst du was Großes geben oder du darfst es nicht nehmen. Mir passierte es als jüngere Frau so, dass ich ein Pferd geschenkt bekam und da nicht für einen Ausgleich sorgte. Und so hat die Frau nach einem Jahr das Pferd wieder zurückgefordert. Wenn das Geschenk zu groß ist, dann rutschst du in eine Kinderrolle. Wenn du zu viel gibst, dann bist du zu groß und machst deinen Partner oder deine Partnerin zu klein. Also, wie schaut dann ein Ausgleich im Schlimmen aus? Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern dass du etwas Geringeres ihm antust. Also, wenn dich jemand warten lässt, dann musst du als Ausgleich ihn ein bisschen zum Beispiel warten lassen. Also das war der Ausgleich, eine wichtige Ordnung im Familiensystem, in Organisationssystemen und zwischen Ländern und Kulturen. Wenn der Ausgleich im Schlimmen schlimmer macht, das ist dann Rache und führt zu Krieg, führt zu Tod und sehr viel Leid. Ich wünsche dir, dass du einen Ausgleich im Guten schaffst und damit zu mehr Kraft und Liebe kommst. Wenn du meinen kostenlosen 5-Tages-Kurs dich abholen möchtest, dann hol ihn dir doch ab. Ich setze ihn unter Kommentare hier rein. Und wenn du einen guten Ausgleich für meine Informationen schaffen möchtest, dann gib mir doch ein Like, dann gib mir einen Kommentar. Für heute wünsche ich dir alles Gute aus der Maremma Toscana. Deine Christine Hustoliana. Hab's gut, hab ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen guten Ausgleich, einen guten Ausgleich im Guten und auch, wenn es sein muss, einen Ausgleich im Schlimmen, damit die Kraft und die Liebe fließen kann. Alles Liebe, Christine Hustoliana.